Sollten Sie Ihre Hobbys im Lebenslauf angeben? Wenn ja, welche Chancen und welche Risiken sind damit verbunden? Darauf möchte ich Ihnen jetzt kurz und knackig antworten. Mein Name ist Martin Wehrle. Sie kennen mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und auch als Buchautor. Und gleich geht's los. Ja, hier bin ich wieder. Jetzt möchte ich Ihnen erst 5 Risiken nennen, um Sie zu sensibilisieren. Was kann gefährlich sein, wenn Sie Ihr Hobby angeben? Danach nenne ich Ihnen 5 Chancen, wie Sie es machen und damit punkten können. Risiko Nummer 1. Die Arbeitgeber hassen Hobbys, bei denen eine hohe Verletzungsgefahr besteht. Wenn Sie also sagen, dass Sie große Motorradtouren machen, wenn Sie sagen, dass Sie fast professionell Fußball spielen, wenn Sie sagen, dass Sie reiten, übrigens auch ein Hobby mit einer hohen Verletzungsgefahr, dann sieht der potenzielle Arbeitgeber Sie vielleicht schon mit einem Gipsbein irgendwo im Krankenhaus grüßen, während Ihr Arbeitsplatz verwaist ist. Also lassen Sie unbedingt Hobbys mit einer hohen Verletzungsgefahr weg. Zweite fiese Falle bei den Hobbys ist die, Sie könnten unter Einzelgängerverdacht geraten. Also wenn Sie zum Beispiel nur Hobbys angeben, die man alleine ausübt, Waldlauf, Lesen und so weiter, dann entsteht vielleicht der Eindruck, Sie seien ein unsozialer Mensch, der sich in Teams nicht wohlfühlt, sondern immer dann, wenn er ganz alleine ist. Achten Sie darauf, dass da ein gesundes Gleichgewicht besteht. Hobbys, die man alleine ausüben kann, sollten ergänzt werden durch solche, die man im Team ausübt. Man kann auch schreiben, dass man Waldläufe in einem Club, in einer Gemeinschaft macht. Dann wirkt es gleich ganz anders. Die dritte fiese Falle, die lauern kann, ist folgende. Sie könnten unter Proletenverdacht geraten. Also wenn Sie sich irgendwo in einer feinen Gesellschaft im wahrsten Sinne bewerben, im Management, und Sie geben an, dass Sie Hobby ringen oder wie ich zum Beispiel Hobby angeln, dann könnte beim Empfänger der Bewerbung der Eindruck entstehen, hier bewirbt sich ein Prolet in der Teppichetage, das passt schlecht zusammen. Darum, bevor Sie es lange rechtfertigen müssen, man könnte es natürlich rechtfertigen, ich weiß es, lassen Sie es besser weg. Viertes Risiko, wenn Sie angeben, dass Sie Marathon laufen, und dann weiß ja jeder, wie lange man das vorbereitet, dann entsteht der Verdacht, es ist ein Energiefresser. Am Ende sind Sie nicht so sehr mit Ihrer Arbeit, sondern mit der Vorbereitung des Marathons beschäftigt. Achten Sie darauf, dass Sie keine extremen Hobbys angeben, keine Hobbys, die ganz, ganz viel Zeit schlucken, denn das könnte negativ auf Sie zurückfallen. Dagegen ist es gut, wenn Sie sagen, ich bin in der Vergangenheit schon mal einen Marathon gelaufen und jetzt mache ich morgendliche Fitnessläufe nur noch für mich selber, für meine Gesundheit. Das kommt wieder positiv an. Fünftes Risiko. Es könnte der Verdacht entstehen, dass Sie jeden Tag übermüdet zur Arbeit kommen, wenn Sie angeben, mein Hobby ist es, tanzen in der Disco oder ausgehen oder was in dieser Art. Das geben junge Leute gerne an, aber Arbeitgeber, da klingelt schon die Alarmglocke im Inneren. Lassen Sie das besser weg. Und jetzt komme ich auf die 5 Chancen und ganz am Ende sage ich Ihnen auch noch einen Joker, wie Sie mit dem Hobby so richtig punkten können. Chance Nummer 1. Sie können durch Ihr Hobby natürlich Bildung zeigen. Wenn Sie zum Beispiel Lesen angeben und Sie nennen auch Fachlektüre, die zum Buch passt, ist das zum Buch und zum Arbeitgeber natürlich, ist es ganz ausgezeichnet. Wenn Sie Sprachen nennen, wenn Sie Reisen nennen, wenn Sie Hobbys nennen, die zu diesem Beruf passen, dann können Sie mit diesen Hobbys punkten, dann steigen durch diese Hobbys Ihre Chancen. Zweite Chance. Hobbys können darauf hinweisen, dass Sie ehrgeizig sind. Wenn Sie zum Beispiel in einer Mannschaft spielen, dann wollen Sie Ihre Spiele natürlich gewinnen und das lässt auf eine bestimmte Mentalität schließen. Wenn Sie Leichtathletik machen und wollen Ihre persönlichen Rekorde zum Beispiel im Weitsprung verbessern, dann zeigt das, hier ist ein Mensch am Werk, der wahrscheinlich auch in der Arbeit sich ehrgeizige Ziele setzt und diese Ziele übertreffen und nicht nur erreichen will. Das können Sie auch ausdrücklich im Vorstellungsgespräch zum Beispiel oder in Ihrem Lebenslauf schon anreißen. Welche Eigenschaften haben Sie durch dieses Hobby? Den Vorteil des Arbeitgebers aufzeigen. Dritter Punkt. Sie sollten einen Bezug zur Stelle schaffen. Also wenn Sie zum Beispiel Schachspieler sind und Sie beginnen in einer Firma, wo Sie verhandeln müssen, dann können Sie im Lebenslauf schreiben, Schach und darunter als Eigenschaft strategisches Denken, Klammer auf, nützt in Verhandlungen. Heben Sie den Arbeitgeber ruhig auf diesen Bezug zwischen Ihrem Hobby und dem Beruf. Vierter Punkt. Wer in einem Hobby tätig ist, das viel Verantwortungsgefühl erfordert, zum Beispiel bei einer freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, der wird auch im Beruf viel Verantwortung übernehmen. Das können Sie offensiv im Lebenslauf und später auch im Vorstellungsgespräch ausspielen. Fünfter Punkt, ehe ich zu meinem Joker-Punkt komme.
Wenn Sie einen Mannschaftssport machen, dann können Sie auch Teamgeist dort gelernt haben, dann wissen Sie, was Teamgeist ist und dann sollten Sie das auch in Ihrem Lebenslauf und später im Vorstellungsgespräch transportieren. Und jetzt kommt der Joker noch. Was ist toll, wenn Sie ein Hobby nennen? Durch ein Hobby können Sie Persönlichkeit zeigen. An sich ist eine Bewerbung eine formale Sache und man kommt da in den feinsten Klamotten an und wirkt manchmal eher wie ein Arbeitsroboter als wie ein Mensch. Und so ein Hobby, das gibt Ihnen Farbe, das gibt Ihnen Persönlichkeit. Und wenn Sie im Vorstellungsgespräch darauf angesprochen werden und wenn Sie den Bezug zur Stelle herstellen, dann können Sie damit prima punkten. Wie Sie Ihre perfekte Bewerbung hinkriegen, das habe ich Ihnen in meinem großen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie gezeigt. Ich zeige Ihnen Schritt für Schritt auf, wie Sie Jobs finden, die kein anderer sieht. Wie Sie Bewerbungen schreiben, die auf jedem Stapel ganz oben landen. Und wie Sie schließlich im Vorstellungsgespräch punkten mit Geld-Zurück-Garantie und einem kostenlosen Probevideo. Klicken Sie das gerne an und lassen Sie den Daumen nach oben weisen, wenn Ihnen dieses Video gefällt. Abonnieren Sie den Kanal, schreiben Sie Kommentare. Ich freue mich, Ihr Martin Wehrle.